Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Thema Kinderbetreuung. Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung sind für die Freien Demokraten ein zentrales Thema für die Gestaltung der Zukunft in unserem Land. Jeder hier im Hessischen Landtag und verantwortlich in der Hessischen Landesregierung muss sich fragen, was sind ihm die Kinder in unserem Land wert? Diese Frage muss sich jeder stellen, und der muss sich auch vor dieser Frage muss sich auch jeder verantworten. Niemand von uns will Familien die Form des Familienlebens vorschreiben. Aber es ist faktische Realität, dass 2/3 aller Kinder, die heute in unseren Kindertagesstätten betreut werden, mittlerweile einen Ganztagsplatz besuchen. Das ist Realität. Das ist kein Wunschdenken. Das ist Realität. Und deutlich mehr Familien streben das auch noch an. Wir als Freie Demokraten können nur sagen, wir haben es deutlich gemacht durch Gesetzentwürfe, durch Anträge, durch Initiativen, durch Veranstaltungen, durch Kongresse, dass das Thema frühkindliche Bildung für uns oberste Priorität hat. Und wenn ich nun sehe, diese Frage, die ich gestellt habe, was sind die Kinder uns wert in unserem Land, und diese Frage übertrage auf das, was die Landesregierung angekündigt hat oder was man in diesem Antrag der Koalition lesen kann, dann ist es erschreckend wenig. Dieser Landesregierung und der sie tragenden Fraktion sind die Kinder unserem Land erschreckend wenig wert. Und vor allem kein eigenes Geld. Wenn wir keine Initiative der Bundesregierung hätten, hätte diese Landesregierung sich womöglich gar nicht bewegt und hätte heute gar nichts vorgelegt. Wenn man ein Land regiert, dann hat man das Instrument, dass man Gesetze einbringen kann in den Hessischen Landtag, um das Land zu gestalten. Wenn eine Regierungsmehrheit, nachdem wir über 2 Jahre über die Qualitäten der Kindertagesstätten debattiert haben, unzählige Gesetzentwürfe hier beraten haben, an einem Zeitpunkt wie diesem mit einem Antrag hier auftritt, anstatt mit einem Gesetzentwurf, dann ist das eigentlich ein Offenbarungseid und macht deutlich, wie wenig Priorität dieses Thema bei Ihnen hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Leidtragenden sind die Kinder in den Kindertagesstätten, die dringend Unterstützung brauchen und die dringend mehr Förderung verdient haben. Und wenn Sie heute diskutieren über Qualitätsverbesserung, über die Frage des Bedarfs, dann kann man manchmal glauben, dass Sie die Größe der Aufgabe gar nicht verstanden haben. Wenn Sie sich hier rühmen, dass Sie 40 Millionen Euro Investitionsförderung zur Verfügung stellen, dann kann ich Ihnen sagen, das gibt der Landkreis Offenbach, die Kommunen, die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Offenbach in einem Jahr aus eigenen Mitteln. Das ist ein Landkreis in ganz Hessen. Das ist ein Almosen, was Sie zur Verfügung stellen, und keine Investitionsförderung. Und so muss man das auch hier benennen. Kein Wort von Ihnen dazu, dass die Bedarfe nicht bedient werden können in unserem Land, dass Eltern händeringend Krippenplätze suchen oder Ganztagsbetreuungsplätze. Kein Wort dazu. Sie scheinen die Dringlichkeit der Situation nicht erkannt zu haben. Sie scheinen die Not der Eltern nicht wahrzunehmen. Sie scheinen nicht zu wissen, wie viele Prozesse und Klagen, wie viele Juristen mittlerweile engagiert sind und die Landkreise entsprechend versuchen, mit Lösungen zu finden. Das scheint Ihnen überhaupt nicht bekannt zu sein, oder Sie ignorieren es einfach. Der Bedarf wird in Hessen nicht ausreichend gedeckt, und die Leidtragenden sind die Eltern und die Kinder in unserem Land. Auch die Frage der Qualität.
die Frage der Qualität, das muss Ihnen doch auch bewusst sein. Oder wenn Sie sich damit beschäftigen, dann muss Ihnen doch klar sein, dass wir, wenn wir internationale Standards zugrunde legen, rund ein Drittel weniger Personal in unseren Kindertagesstätten haben, als internationaler Standard ist. Und selbst wenn Sie jetzt sagen würden, das ist uns egal, wir gucken nur nach Deutschland, auch da sind wir nicht an der Spitze, sondern da sind wir im unteren Mittelfeld. Und von daher kann ich Ihnen nur sagen, hier ist höchster Handlungsbedarf bei der Qualität, und legen Sie uns Gesetze vor und nicht weitere Absichtserklärungen, damit wir konkret an der Stelle arbeiten können. Und wenn ich jetzt mich frage, wie wollen Sie das überhaupt umsetzen? Ich bin kommunalpolitisch engagiert. Ich weiß jetzt, wie gesagt, aus dem Landkreis Offenbach, allein in unserem Landkreis, das ist einer, sind 600 Kindertagesplätze stehen nicht zur Verfügung, die schon gebaut sind, weil man das Personal nicht mehr findet. 600 Plätze, die nicht belegt werden können, weil heute nicht ausreichend Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stehen, um diese Plätze überhaupt den Menschen zur Verfügung zu stellen. Hier ist nicht nur ein bisschen Not, hier brennt es lichterloh, und Sie nehmen es einfach nicht wahr. Und deshalb muss man Sie auch noch einmal deutlich darauf hinweisen. Wir brauchen schnellstmöglich eine Initiative im Hinblick auf die Gewinnung von Fachkräften. Und das kann nicht ein schönes buntes Bildchen sein oder Filmchen sein, sondern wir brauchen ganz konkrete Förderung. Und da müssen wir über entsprechende Veränderung der Ausbildung oder sozusagen Förderung bestimmter Ausbildungszweige sprechen. Wir müssen auf jeden Fall über die Vergütung der Ausbildung bei den Erzieherinnen und Erziehern sprechen. Und wir müssen das erreichen, auch Zielgruppen zu erreichen, die bis jetzt unterrepräsentiert sind bei der Frage der Erzieherinnen und Erzieher. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie sich damit beschäftigen, wir haben das in einem Fachkongress am Wochenende getan, dann sind andere Länder deutlich weiter. Und ich habe Ihre Bemerkungen zu Erziehern nicht ganz verstanden, die Sie hier vorne gesagt haben. Sie haben sich bei den Erzieherinnen bedankt und haben dann gesagt, das inkludiert für Sie auch die Männer. Also wir haben jetzt in diesem Fachkongress festgestellt, Hessen ist nicht vorne bei der Frage, wie viele Männer sind in Kindertagesstätten beschäftigt. Es sind andere Bundesländer viel, viel weiter. Und einer der Punkte, warum Männer in diesem Bereich nicht arbeiten, ist, dass es immer noch gesellschaftlich diskriminiert wird. Es wird von Eltern diskriminiert, beim Wickeln, bei ähnlichen Themen. Und wenn ich Sie so höre, dann würde ich mir ein bisschen mehr Wertschätzung wünschen für Männer, die diesen Beruf ausüben, weil es immer noch ein deutliches Rückgrat ist, an dieser Stelle das zu tun, weil es nicht ganz einfach ist, in seinem gesellschaftlichen Umfeld zu sagen, ich bin Erzieher. Ich bin Erzieher. Da sind die Männer stolz, die das machen. Aber es ist nicht einfach, diesen Beruf auszuüben und entsprechend Respekt dafür zu bekommen. Und den haben wir vor den Männern, die das tun. Und das sollten sie auch tun. Oder haben. Es gibt aus meiner Sicht als oberste Maxime, die wir jetzt umsetzen müssen, die Frage, wir brauchen mehr Fachkräfte für unsere Kitas. Wir fordern in unserem Antrag, dass man auf das bereits angewendete Modell des runden Tisches zurückgeht, sich mit den allen Aktiven, die dort in diesem Bereich tätig sind, mal an einen Tisch setzt und ganz konkret bespricht, was kann man tun. Und da bedeutet es natürlich auch, Geld in die Hand zu nehmen, um die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher zu vergüten, weil sonst wird es uns nicht gelingen, diese Herausforderung zu stemmen. Wir haben, und da streite ich mich jetzt nicht, ob das jetzt 8.000 oder 10.000 Fachkräfte sind, um die Qualität zu verbessern, brauchen wir on top auf die Fachkräfte, die wir für den quantitativen Ausbau brauchen, und die nächsten Jahre in Ruhestand gehen. Das ist fast ein Drittel aller Fachkräfte, die in Ruhestand gehen in den nächsten 10 Jahren. Brauchen wir deutlich mehr Menschen, die bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen. Und wir können uns alle anderen Gesetze und Ideen sparen, wenn uns das nicht gelingt. Und darum muss die oberste Priorität darauf liegen, dass wir diesen Beruf für die Menschen attraktiver machen, für Gruppen, die wir bis jetzt für diesen Beruf nicht erreichen konnten. Und wir müssen auch, und das ist einer der entscheidenden Punkte, wir müssen den Respekt nicht nur in Worten, sondern am Ende auch in Geld aussprechen, indem wir eben die Ausbildung auch vergüten. Stellen Sie sich diesen Herausforderungen und sparen Sie sich im Endeffekt dieses Papier, sondern legen Sie Gesetzentwürfe vor. Sie regieren dieses Land. Keine Absichtserklärung nach anderthalb Jahren, 2 Jahren der Debatte zu dem Thema, sondern mal Fakten auf dem Tisch, einen Gesetzentwurf, an dem wir arbeiten können. Und dann bringen Sie endlich dieses Thema voran. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege René Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Welche Dimensionen das Thema Kinderbetreuung hat und welche Bedeutung es für uns natürlich auch hat hier im Hessischen Landtag, will ich nur einmal an ein paar Zahlen Ihnen plastisch darstellen. Zum 01.03.2018 hatten wir in Hessen 4.232 Kindertagesstätten. 50.022 Fachkräfte waren tätig dort. Wir hatten bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 46.769 Kinder zu betreuen und 188.961 Kinder ab 3 Jahren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für Eltern, auch hier in Hessen natürlich, eine immer größere Bedeutung bekommen, und der werden wir durch unsere Landespolitik auch gerecht. Heute ist es ja, und da verstehe ich Ihre Statistiken nicht, Frau Papst-Dippel, es ist fast selbstverständlich, dass junge Mütter bereits einem Jahr, nachdem sie ein Kind geboren haben, wieder in den Beruf zurückkehren wollen, ob in Vollzeit oder in Teilzeit. Eine erfolgreiche Suche nach einem Krippenplatz ist deshalb unumgänglich. Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ohne eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung schließlich nicht funktionieren. Und so hat natürlich auch der Rechtsanspruch mit den begleitenden Förderprogrammen für einen Aufwuchs der Betreuungsplätze gesorgt. Aber auch die Steigerung der täglichen Betreuungszeit, und das ist der Bedarf eben auch der Eltern, hat zu einem Mehrbedarf an Plätzen geführt. Und ich kann Ihnen das auch noch einmal durch die Betreuungsquote im U3-Bereich darstellen. Wenn wir noch in 2007 12,4% Betreuungsquote haben, so sind wir in 2019 bereits bei 31,4% angelangt. Deshalb danke ich hier einmal ausdrücklich, weil es gibt immer einen Streit zwischen Kommunen und Land. Nein, hier geht es darum, die Kinderbetreuung ist eine kommunale Aufgabe, und die Kommunen hier in Hessen haben eine unglaublich tolle Arbeit hier geleistet, um den Aufbau der Kinderbetreuung in diesem Maßstab zu gewährleisten, und da gehört Ihnen der Dank. Land und Bund haben den Aufbau der Kindertagesstättenplätze mit 362 Millionen € in den letzten 10 Jahren unterstützt. Und diese Finanzierung soll auch weitergehen. Da komme ich noch drauf. So muss nämlich auch der Ausbau und die Qualitätsentwicklung weiter vorangehen. Deshalb begrüßen wir das Gute-Kita-Gesetz, das bis 2022 5,5 Milliarden € in Deutschland den Kindertagesstätten und auch der Kindertagespflege zur Verfügung stellt. Aus den 10 Handlungsfeldern können die Bundesländer ihre Schwerpunkte legen, und das wird auch das Land Hessen tun. Wir wollen nämlich diese Chance nutzen und die Qualität in den Kindertagesstätten voranbringen und, Herr Rock, auch den Fachkräftemangel bekämpfen. Frau Böhm hat es vorhin erwähnt, am 20.11. wird die Vereinbarung über die Mittelverwendung von Hessen durch den Besuch der Bundesfamilienministerin Giffey unterschrieben und unterzeichnet. Und ich würde mich sehr freuen, Frau Gnadl, wenn Sie mit dabei sind und der Bundesfamilienministerin Giffey, Ihrer Parteikollegin, noch einmal deutlich sagen, es reicht nicht, dass der Bund für 3 Jahre einsteigt und uns im Stich lässt. Und wenn Sie, sehr geehrter Herr Rock, dann hier davon sprechen, dass wir heute nur einen Antrag vorlegen und noch nicht den Gesetzentwurf, dann ist das doch alles heute hier nur Schau, weil Sie ganz genau wissen, dass zuerst die Unterzeichnung der Vereinbarung kommen muss und dann der Gesetzentwurf auch folgt. Also, das kann man sehr abrüsten, was Sie da eben uns vorgeworfen haben. Und natürlich kommt auch das starke Heimatgesetz. Wir unterstützen nämlich im abkommenden Jahr die Kommunen mit 92 Millionen € für höhere Grundpauschalen. Und das ist eine ganz klare Unterstützung der Kommunen, Herr Weiß. Und es bedeutet auch, dass jetzt nicht nur die gewerbesteuerstarken
Kommunen unterstützt werden bei der Förderung der Kindergartenfinanzierung, sondern alle. Und das ist genau der Punkt. Hierfür sorgen wir, dass das Geld bei allen Kommunen auch ankommt. Zudem unterstützen wir mit 28 Millionen € auch eine Verbesserung der längeren Öffnungszeiten, ein Wunsch, der von vielen Eltern gerichtet wird. Und dann kommt noch eine weitere Tatsache hinzu. Dem müssen wir uns natürlich stellen. Und der ist auch sehr erfreulich. Denn die Tatsache ist, die Geburtenzahlen steigen wieder. Und das nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch in ganz Hessen, auch im ländlichen Raum. Wir freuen uns darüber. Und wir wissen, dass die Kommunen deshalb vor großen Herausforderungen stehen, denn sie müssen die Plätze weiter ausbauen. Und nachdem das Bundesprogramm für die Investitionsförderung jetzt aussteigt, da unterstützen wir, und das ist selbstverständlich, dass wir jetzt dort einsteigen und die Kommunen eben mit diesen 40 Millionen unterstützen, damit der Ausbau nicht stockt, sondern vorangehen kann. Eltern, ob sie ihre Kinder in der Tagespflege oder in der Kindertagesstätte betreuen lassen, können sich und sollen sich auf eine qualitätsvolle Kinderbetreuung verlassen können. Ein Faktor ist die Zeit, die Erzieherinnen und Erzieher zur Förderung der Kinder zur Verfügung haben. Und genau hier setzen wir an. Wir definieren einen Faktor für die Leitungszeiten zusätzlich zu den Betreuungszeiten. Und wir helfen auch den Erzieherinnen und Erziehern durch einen zusätzlichen Faktor für Ausfallzeiten. Und das bedeutet, dass die Erzieherinnen und auch Erzieher mehr Zeit für die Kinder haben. Und wir wissen auch, dass wir ein weiteres wichtiges Handlungsfeld haben. Es ist heute schon mehrfach erwähnt worden. Wir brauchen mehr Fachkräfte in den Erziehern. Die Herausforderungen sind groß. Denn wir brauchen die gut ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher. Und, Herr Rock, der Bedarfsplan ist in Arbeit, seit 2018 in Auftrag gegeben und wird auch im Frühjahr kommen. Aber darauf warten wir gar nicht. Wir haben bereits jetzt Rekordzahlen in den Erzieherfachschulen mit 8.172 Schülerinnen und Schülern. Und zusätzlich kommen die Studienplätze in der Frühpädagogik hinzu. 1.563 Absolventen haben wir an den Hochschulen für Früh- und Kinderpädagogik. Aber wir wollen auch eine Fachkräfteoffensive starten. Das ist richtig und das ist sinnvoll und das müssen wir tun, denn wir müssen schon über die Bedeutung und die Chancen des Erzieherberufs aufklären. Und deshalb wollen wir den Beruf attraktiver machen durch mehr Praxisorientierung. Wir halten die praxisintegrierte dualisierte Ausbildung für einen hervorragenden Weg, mehr Praxis und mehr Erfahrung in die Kindertagesstätten zu bringen. Bereits jetzt laufen doch schon Modellversuche in Hessen, z.B. bei Fröbel in Kassel oder im Raum Hanau. Wir haben bei unserer Sommerbereisung solche Einrichtungen besucht, und wir haben auch erfahren, dass bereits jetzt die Nachfrage nach der praxisintegrierten Ausbildung höher ist als über die vollschulische. Das ist der richtige Weg, und der ist übrigens auch ein hervorragender Weg für Quereinsteiger. Denn die praxisintegrierte Ausbildung beinhaltet auch eine Ausbildungsvergütung. Und das ist für Quereinsteigerinnen, ich nenne mal alleinerziehende Mütter, aber auch Väter, denn die sind auch wichtig für die Kindertagesstätten, da widersprechen wir uns gar nicht. Für die ist es eine gute Chance, eine Ausbildung zu machen und gleichzeitig ihre Familie zu unterstützen. Und deshalb sehen wir in PIA eine gute Zukunft. Und wir unterstützen die Initiative, die schon bunt kommt, mit den zusätzlichen 200 Plätzen. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss kommen und stelle fest, Eltern können sich darauf verlassen, dass die CDU-Grüne geführte Landesregierung weiter Partner der Kommunen und Träger mit dem Ziel einer hochwertigen Kinderbetreuung sein wird.
Eltern können sich darauf verlassen, dass unsere Kinder in den Einrichtungen liebevoll betreut und umsorgt werden. Wir danken allen Erzieherinnen und Erziehern, denn die leisten diese tolle Arbeit. Und wir sorgen auch dafür, dass der Bildungs- und Erziehungsplan nicht nur auf dem Papier steht, sondern frühkindliche Bildung selbstverständlich in allen Kindertagesstätten in Hessen ist. Der weitere Ausbau, die Qualität in den Einrichtungen und Maßnahmen, um den Beruf attraktiver zu gestalten und um den Fachkräftebedarf besser abzudecken, das alles hat für uns Priorität. Und Kollegin Anders hat es gesagt. So wird auch zukünftig der Dreiklang aus Qualität, quantitativen Ausbau und Kostenbefreiung für die Eltern die Maxime unseres Handelns in der Kinderbetreuung sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Sozialminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wollen, dass alle Kinder in Hessen unter bestmöglichen Bedingungen aufwachsen können. Und dazu gehört ein Umfeld, das ihre Neugierde weckt, das sie bestätigt, das ihnen auch ermöglicht, zu spielen, zu toben, aber auch zu lernen. Und gute Kitas, in denen Kinder sich wohlfühlen und die sie gerne besuchen, leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. In Kinderkrippen, in Kitas, in Kindergärten und in der Tagespflege erlernen Kinder beispielsweise, welche Spielregeln mit anderen einzuhalten sind. Sie finden Trost und Zuspruch. Sie lernen, Freundschaften zu leben und Konflikte auszutragen. Sie lernen die Grundlagen sozialen Zusammenlebens. Aber eben auch viel mehr als das. Die frühkindliche Bildung, auch und gerade in den Kitas, stellt die entscheidenden Weichen für die Zukunft von Kindern. Es sind die ersten Lebensjahre, in denen die Grundlagen für späteres erfolgreiches Lernen und eine gute Entwicklung gelegt werden. Und hinzu kommt, dass eine gute und verlässliche Kinderbetreuung den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Und genau deshalb unterstützen wir als Land Träger und Kommunen intensiv bei ihren Anstrengungen, die Chancengleichheit für Kinder zu verwirklichen. Wir sind bereits in der letzten Legislaturperiode wichtige Schritte gegangen, um diesem Ziel näher zu kommen. Die sechsstündige Beitragsfreiheit in den Kindergärten macht deren Besuch unabhängiger vom Geldbeutel der Eltern. Und die erhöhte Qualitätspauschale gibt den Kitas die Möglichkeit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder noch besser einzugehen. In dieser Legislaturperiode verstärken wir unsere Anstrengungen nochmals. Und dabei ist der Dreiklang, der auch im Koalitionsvertrag festgehalten ist, unsere Richtschnur. Nicht noch einer, sondern der gleiche, verehrter Herr Kollege. Wir fördern den weiteren Ausbau der Plätze, wir verbessern die Qualität der Betreuung und wir gehen, soweit möglich, weitere Schritte für Beitragsfreiheit. Und das, was wir uns da vorgenommen haben, ist anders, als hier eben der Eindruck erweckt werden sollte, eine echte Herkulesaufgabe, für die wir Unterstützer und Verbündete brauchen. Und deshalb will ich mich hier ausdrücklich bei den Träger- und Spitzenverbänden bedanken, mit denen gemeinsam wir seit dem Frühjahr in unzähligen Runden nach dem besten Weg gesucht haben, um Verbesserungen für die in Hessen betreuten Kinder zu erreichen. Vergangene Woche haben der Hessische Städtetag und die Landesregierung dann auch eine Vereinbarung unterzeichnen können, um den negativen Folgen der auslaufenden Bundesprogramme im Kita-Bereich entgegenzuwirken. Und dieses Auslaufen der Bundesprogramme ist nicht nur ein Ärgernis, sondern es ist ein echtes Problem. Trotzdem ist es gut, dass endlich auch der Bund erkannt hat, wie wichtig gute Kinderbetreuung ist und sich stärker engagiert. Und deshalb freue ich mich sehr, dass auch unsere Verhandlungen mit dem Bund auf der Zielgeraden sind. Am 20. November werden Frau Bundesministerin Giffey und ich den Vertrag zum Gute-Kita-Gesetz zwischen dem Bund und dem Land Hessen endlich unterzeichnen. Und damit schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass auch die Mindeststandards in der Kinderbetreuung
erhöht werden. Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. Herr Minister, der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Er brennt darauf. Dann machen wir es so. René, auf. Herr Minister, wie viele Länder haben denn bereits mit dem Bund eine Vereinbarung abgeschlossen? Sozusagen, wo steht da Hessen? Herr Minister. Da brauche ich kein Geheimnis daraus zu machen. Da haben wir im Ausschuss darüber geredet. Hessen ist eines der letzten Länder, das diesen Vertrag abschließen wird. Sie wissen auch, woran das lag. Die Tatsache, dass wir hier eine Landtagswahl hatten, dass wir dann eine Koalitionsbildung hatten, hat die Aufnahme dieser Verhandlungen mit dem Bund verzögert. Insofern ist hier kein Versäumnis da, sondern es ist völlig logisch gewesen. Es wäre jeder Landesregierung so gegangen. Also, schön ist doch, dass es endlich soweit ist. Und deshalb ist es wichtig, darauf hinzuweisen, welche Maßnahmen wir in diesem Zug ergreifen werden, um Kinder, um Familien, um Erzieherinnen und Erzieher, Träger und Kommunen zu unterstützen. Erster Baustein. Wir bringen mehr Erzieherinnen und Erzieher in die Kitas. Dazu werden wir das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch ändern. Dann können wir auch über ein konkretes Gesetz sprechen. Und wir werden da den Mindestpersonalbedarf neu berechnen. Wir erhöhen einerseits die Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildung von derzeit 15% auf 22% und schreiben zum anderen erstmals einen festen Zeitanteil in Höhe von 20% für die Leitung einer Kita fest. Und im Ergebnis erhöht sich so die Mindestpersonalausstattung der Kitas. Und es steht, und darum vor allem geht es doch, mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung. Und ich sagte es schon, die Bundesmittel sind jedenfalls bisher bis 2022 befristet. Und leider lässt der Bund trotz des massiven Protests aller Länder bisher nicht erkennen, dass er sich an dieser Stelle bewegt. Und da muss man einfach auch sagen, das ist mehr als widersinnig. Denn wer die Qualität von Kinderbetreuung steigern will, der braucht mehr Personal. Und diese Personalsteigerung ist natürlich nicht befristbar. Wer wollte denn in 3 Jahren die Uhr wieder zurückdrehen? Und deshalb haben wir uns in Hessen entschieden, die Mindeststandards unbefristet zu erhöhen. Und wir sichern schon heute zu, dass das Land für die Verbesserung der Standards bis Ende 2025 einsteht. Sollte der Bund also bei seiner kontraproduktiven Befristung bleiben, würde das Land einspringen und so diese erste Säule dauerhaft stabilisieren. Und natürlich gehört es auch zur Wahrheit, das bestreitet auch niemand, dass es übrigens nicht nur in Hessen eine Herausforderung ist, die nötigen zusätzlichen Fachkräfte zu gewinnen. Und das müssen wir angehen. Das wollen wir ändern. Und deshalb ist die zweite tragende Säule unseres Pakets, die vergütete Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher weiter zu verstärken. Wir fördern also mindestens 200 Plätze. Und da haben Sie sich ein bisschen lustig drüber gemacht. Aber das ist immerhin eine Verdopplung dessen, was bisher da ist. Wir fördern mindestens 200 Plätze für die neue, praxisintegrierte, dualisierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Perspektivisch sollen Sie wählen können zwischen diesem Ausbildungsmodell und verschiedenen weiteren Ausbildungsmodellen. Und damit fördern wir natürlich auch die Vergütung dieser wichtigen Ausbildung. Flankierend werden wir die Bedingungen für Ausbilderinnen und Ausbilder in der Praxis durch eine Freistellungsregelung verbessern und eine Werbe- und Imagekampagne für diesen wichtigen und erfüllenden Beruf durchführen. Und wissen Sie, ich habe höchsten Respekt und höchste Wertschätzung für alle, die diesen Beruf ergreifen, übrigens ganz gleich, welchen Geschlecht sie sind. Ich habe nämlich über 20 Jahre immer mal wieder Zeit in einem Kindergarten verbracht. Als Sohn einer Kindergartenleiterin weiß ich sehr genau, welche starken Anforderungen dieser Beruf von einem verlangt. Von daher können Sie bei mir da nur offene Türen einrennen. Und ich hoffe, dass diese gezielten Maßnahmen des Landes dann auch dazu beitragen werden, hoffentlich viele, viele neue motivierte Erzieherinnen und Erzieher für die hessischen Kitas zu gewinnen. Die dritte Säule, die wir
sichern, ist die Förderung des Aus- und Neubaus von Kitas, um genügend Plätze zu schaffen. Leider ist es auch hier so, dass die Bundesgelder auslaufen. Weil uns aber der Ausbau der Plätze so wichtig ist, gehen wir hier mit einem eigenen Landesinvestitionsprogramm in Höhe von 40 Millionen € hinein. Außerdem finanzieren wir lange Öffnungszeiten und steigern die Betriebskostenförderung für die Kitas erheblich. Auch das ist natürlich eine echte Kraftanstrengung des Landes zur Unterstützung der Kommunen, damit dort die Plätze geschaffen werden können, die die Familien vor Ort auch benötigen. Auch diese dritte Säule ist grundlegend wichtig und richtig. Schließlich unterstützen wir mit der vierten tragenden Säule die pädagogische Arbeit vor Ort noch besser, gerade dort, wo es besondere Herausforderungen gibt. Wenn beispielsweise viele Kinder zusammenkommen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die aus einem sozial benachteiligten Elternhaus kommen oder die aufgrund einer Behinderung besonderer Unterstützung bedürfen, dann hilft das Land hier aktiv mit einer nochmals erhöhten Förderung. Sie sehen, Qualitätssteigerung, Fachkräftesicherung, Platzausbau, bessere Förderung, diese vier Säulen tragen ein durchdachtes und stabiles Gebäude. Und im Zusammenspiel dieser Maßnahmen, finanziert von Bund, Land und Kommunen, bringt uns das bei entscheidenden Herausforderungen der Kinderbetreuung in Hessen große Schritte voran. Das Gute-Kita-Gesetz ermöglicht uns, die Mindestpersonalanforderungen zu erhöhen. Mit Mitteln aus dem Starke-Heimat-Programm unterstützen wir die Kinderbetreuung vor Ort massiv. Und mich freut dabei wirklich, dass wir gerade auch in Anbetracht so manchen Disputs in der Vergangenheit alle beschriebenen Maßnahmen zur Steigerung der Qualität mit dem Einverständnis aller Spitzenverbände durchführen. Herr Minister, kurzer Hinweis, Redezeit der Fraktion, weiß Bescheid. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme gleich zum Ende. Meine Damen und Herren, im Doppelhaushalt 2018-19 wurden 440 Millionen € für die Beitragsfreiheit bereitgestellt. Im aktuellen Haushaltsjahr stehen 800 Millionen € für die Kinderbetreuung bereit. Ab dem nächsten Jahr erhält Hessen vom Bund bis 2022 rund 412 Millionen €. Wir garantieren, mit 138 Millionen € sollte der Bund seine Befristung aufrechterhalten. Aus der starken Heimat fließen bis 2024 insgesamt 720 Millionen €. Dazu kommen nochmals 40 Millionen € für das Landesinvestitionsprogramm für Kita-Bauten. Ich finde, diese finanzielle Kraftanstrengung ist beeindruckend. Es wird so viel Geld wie noch nie in die Kinderbetreuung in Hessen investiert, weil wir wollen, dass alle Kinder die besten Chancen zur Teilhabe an Gesellschaft haben und Bildung von Anfang an wesentlich dazu beiträgt. Ernsthaft, konzentriert und seriös finanziert. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Wir sind am Ende der Debatte. Es wird vorgeschlagen, die Anträge, auch den Entschließungsantrag, alles in den Ausschuss, also Punkt 43. Punkt 20, Punkt 44, alle Anträge in den Fachausschuss zu überweisen. Alles freut sich, dann wird es so gemacht.